Hallo und herzlich willkommen hier auf Newsflash von Rollator Man. Und zwar sind die beiden hier, der Herr Romain Espino und Agnès Lignier, die Frau, die sind beide in Untersuchungshaft genommen worden, weil sie an dieser Aktion Defend Europe in den Alpen beteiligt sein sollen. Also es ist ein Untersuchungsverfahren wohl gegen sie eröffnet worden und jetzt sind sie wohl festgenommen worden. Ich habe dazu nichts in den Medien gefunden, sondern einzig und allein auf der Seite des Herrn Sellner, auf seiner YouTube-Seite, dazu ein Video gefunden, worin er dann beschreibt, dass die beiden jetzt in Untersuchungshaft genommen worden sind von der französischen Regierung. Das habe ich auf der YouTube-Seite des Herrn Sellner, also des Vorsitzenden der Identitären Bewegung Österreich, gefunden. In den sonstigen Medien war nichts davon aufgetaucht. Ich kann jetzt also nicht mit Bestimmtheit sagen, dass richtig oder falsch ist. Wie gesagt, in den Meldungen, in der Tagespresse ist absolut nichts darüber zu finden. Ich verlinke den Bericht auch hier nochmal unter meinem Video vom Herrn Sellner. Also wie gesagt, die beiden Aktivisten sind wohl festgenommen worden, weil sie bei der Aktion Defend Europe mitgemacht haben, die in den Alpen stattgefunden hat. Welches von der Presse ja als rechtsradikale Aktion wieder diffamiert worden ist, wobei niemand sich darum gekümmert hat, wie die Schleuser die Leute hier über die Alpen schleusen oder was überhaupt bei diesen Pässen passiert. Denn man muss ja davon ausgehen, dass die Migranten ja nicht mit tollen Skianzügen darüber tapsen, sondern wer weiß wie. Und auch hier keinerlei Kommentare dazu, sondern es sind böse Rechtsradikale, die sich da hingestellt haben. Oder wie die Lügenpresse à la Spiegel immer so schön sagt, es sind die neuen, also die Neonazi-Hipster. Die Menschen, ist ja immer die Menschen, die darunter leiden. Das ist der Presse doch egal. Das ist den sogenannten Berichterstattern doch egal. Genauso hier die beiden, die jetzt in Untersuchungshaft sind, ein Familienvater und eine schwangere Frau. Auch das ist der Presse vollkommen egal. Es sind ja keine Linken, die hier irgendwie in Untersuchungshaft genommen worden sind, sondern es sind ja Menschen, die dem Rechten, in Anführungsstrichen dem rechten Lager, zuzuordnen sind und darüber berichtet die Presse halt nicht. Also die beiden Romain Espino und Agnès Lignier, ich weiß es nicht, ich kann hier nur mich auf die Seite von Herrn Sellner beziehen. Wie gesagt, die Presse schweigt ja. Und naja, also ich verlinke das Video hier runter und hoffe natürlich, dass ihr euch auch das Video ansieht und dass ihr dann auch, wie gesagt, eure Schlüsse daraus zieht, was eigentlich in Deutschland hier los ist. Sind wir jetzt mittlerweile schon so weit gesunken, dass Mitteilungen gar nicht mehr gebracht werden? Sind wir hier im SED-Deutschland gelandet? Sind wir im DDR-Deutschland gelandet? In den Pressemitteilungen, die der Parteilinie nicht mehr entsprechen, nicht mehr gesendet werden? Was ist hier los? Oder gibt es selbst unter der Merkel-Ägide noch einen Hauch von Demokratie? Ein bisschen Demokratie? Naja, wir werden es sehen. Also in diesem Sinne, bis demnächst, also am Freitag gibt es ja wieder den Livestream um 19 Uhr, der dann auch, ab nächste Woche werde ich den dann auf Samstag verlegen, zusammen mit mir und Terrorzecke. Ich hoffe, ihr seid wieder anwesend. Ihr könnt eure Kommentare drunter lassen und könnt hier noch sagen, welche Themen wir bearbeiten sollen für den Livestream am Freitag. Das wäre wirklich super nett. Und wie gesagt, ich verlinke hier das Video von dem Herrn Sellner und wünsche euch natürlich noch eine schöne Woche.